Ach, scheiß drauf, dieser Teil ist vorbei. Die Plasma ist durch, Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Black. Wir sind zurück in Avernizia. Möchtest du drahtlos, drahtlos brauche ich nicht. Ja, ja, komm. Was auch immer das ist, ist mir egal. Das ist erstens Sommer. Und wir haben zweitens noch ein bisschen was vor uns. Die Hauptstory ist abgeschlossen, aber hier geht noch was. Willkommen daheim, Tipungloni. Offenbar hast du viele aufregende Dinge da draußen erlebt. Warum gibt's die zwei? Was? Lügst du mich auch nicht an, gleich zwei legendären Pokémon zu begegnen? Das ist wirklich unglaublich. Mit wem habe ich denn das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Da habe ich doch gleich vergessen, mir meine Verkleidung abzunehmen. Wie unhöflich. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ah, Libelle, alte Polizisten Sau. Ich bin Mitglied der internationalen Polizei. Deren Aufgabe ist es, die Welt zu beschützen. Mein Name ist. Verzeihung, das ist streng geheim. Nein, ich weiß natürlich nicht, wie er heißt. Ich werde dir stattdessen meinen Decknamen verraten. Er lautet Libelle, ja doch, okay. Ich bin allen unter diesem Namen bekannt. Ich scheute den weiten Weg her. Nicht einen Moment, als ich erfuhr, dass in einer Region eine Gruppe namens Team Plasma im Untergrund Ränke schmiedet. Aber dank der Arenaleiter und deiner Anstrengung sind das Schloss von Team Plasma zerstört und seine Mitglieder an alle Winde zerstreut worden. Vielleicht, ach was sage ich, zu allem Übel verstecken sich einige Mitglieder, die man die sieben Weisen nennt, weiterhin in der Einmalregion. An diesem Punkt kommst du ins Spiel. Ich habe eine große Bitte an dich, da du ein herausragender Trainer bist. Ich möchte, dass du erneut die Orte der Einmalregion aufsuchst. Auf mich sieben Weisen. Außer nicht machst, weil ich scheinbar zu schlecht bin, deswegen muss ich einen 10-jährigen Jungen fragen, jawohl. Auch Champ Laura hat dich mir für diese Aufgabe empfohlen. Willst du mir helfen? Und nochmals, bitte. Ja, genau. Und vielen Dank. Du zählst so viel wie eine ganze Armee von Verbündeten. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Angel, wow, ernsthaft? Eine super Angel. Nice. Das ist eine super Angel. Es ging noch um die sieben Weisen von Team Plasma, oder irre ich mich da? Was soll denn die super Angel bei der Suche nach ihnen behilflich sein? Eine ausgezeichnete Frage. Ich hätte auch nichts anderes von der Mutter von T.Loni erwartet. Nun, ich werde sie beantworten. Sie hat absolut nichts damit zu tun. Aha. Das ist mir witzig. Also nur erkläre ich dir, wie man die Superangel benutzt. Ich weiß. Also Verzeichnung kommt, drücke ich A. So angelt man. Danke sehr. Ja, wir warten auf die sieben Weisen, aber wir dürfen gar nicht. Es wird nur geredet und geredet und geredet. Sag mal, Timoloni, ist der Vortrag von Libelle schon vorbei? Entschuldigt bitte, ihr zwei. Ich hatte mich zu der Arenaleiterin von Orion City aufgemacht, doch in der Zwischenzeit war bereits alles vorbei. Ich habe mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Finstrio hat meine Unachtsamkeit geschickt genutzt, um Getsis die Flucht zu ermöglichen. Getsis? Finstrio? Wovon sprichst du überhaupt? Über den Vorfall im Schloss werde ich dir später ausführlich berichten. Viel wichtiger ist jedoch, was ihr nun unternehmen möchtet. Also ich werde der Schwarzen Stadt einen Besuch abstatten. Ach so, und der Route 16 also, die an Rayono City anschließt? Verstehe. In der Gegend kann man sicher noch viele unbekannte Pokémon treffen. Eberhard Esche, die alte Sau, nice. Na, hier kommt er wie gerufen. Gut, dass ihr alle beisammen seid. Neulich habe ich von einem Bekannten Daten des nationalen Pokédex erhalten. Wo wir gerade dabei sind, kann ich gleich euren Pokédex zum nationalen Pokédex erweitern. Das wird euren Aktionsradius ganz schön vergrößern, stimmt's? So werdet ihr automatisch mehr Pokémon begegnen. Gib mir kurz mal einen Pokédex. Und für dich, Tipungloni. Wunderbar. Somit könnt ihr nach Lust und Laune vom Pokédex zum nationalen Pokédex wechseln. Diesen vollständigen ist gewiss kein Kennenlernspiel. Aber ihr seid ganz locker und freut euch drauf, sehr viele neue Pokémon zu treffen. Na klar. Klasse, ein nationaler Pokédex. Es gibt immer nur noch so viele Pokémon, die mir völlig unbekannt sind. Ich muss den Pokédex ja oben noch Mama und Papa zeigen. Also dann, man sieht sich. Belle, wie sie lebt und lebt. Daran ändert auch das Reisen nicht viel. Ich werde nochmal zur Route 1 zurückkehren, vor dort die andere Region erkunden. Ich werde dort bestimmt viele neue Entdeckungen machen, die mich auf die Fährte der sieben Weisen bringen. Also dann, alles Gute, wir sehen uns und Wiedersehen. Bis wieder Gegner der Belle. Ja, ich, hier, ne? Unser Team sieht gut aus. Reshiram möchte ich da nur mal sagen. Und jetzt scheinen wir auch mit vielen neuen Pokémon, die nicht Gen 5 spezifisch sind, sondern auch ein bisschen weitreichender sind, möchte man sagen. Und dann können wir direkt mal loslegen. Ich werde den Pokédex nicht vervollständigen, das war noch nie meine Aufgabe. Hat mich auch noch nie wirklich interessiert. Aber, ja, man macht's halt mal. Mal gucken. Ich würde gerne surfen, warum darf ich das nicht?
Weil es eine Klippe ist, oder was? Das geht nicht. Okay. Eine Klippe ist. Entschuldigung, dass ich es probiert habe. Es tut mir leid. Ab wo gibt es denn überhaupt neue und spezielle? Also, naja, so ist es nicht so spannend. Wir machen das mal anders. Komm. Es gibt nicht umsonst das Internet. Willkommen zurück. In. Ist es Twin Break? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir gehen mal auf Route 1. Zumindest in die. Wir sind in Einal, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind in Einal. Ja, doch, richtig. So, was gibt's denn hier so? Nach Erhalt des Nationaldecks. Nichts. Cool. Sehr schön. Echt nicht? Weiß ich gar nicht. Gut, mit der Superangel könnte ich mir so ein paar, ne? Hier. Aber, weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt jede Route abgehen und schauen, ob ich hier was von wegen Nationaldecks. Also, ja, weiß ich nicht. Ich könnte irgendwelche ISOs fangen. Was haben wir hier so? Gold King. Oder ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt keinen Bock, alles nachzuschauen. Aber ich mache es irgendwie trotzdem. Meine Logik ist unbestechlich. Es ist Wahnsinn, echt. Krabi, Perlo, Libiskus. Also, ich meine, dann merkt man auch schon die Level, ne? Also, ich kann Fische bis Level 70 fangen, teilweise in, was auch immer Pokémon-Schatten heißt. Das ist sowas wie raschelndes Gras oder Staubwolke, nur halt im Wasser. Okay. Route 5. Also, wenn hier jetzt nichts Neues, dann gehe ich einfach. Das ist mir scheißegal. Ja, hier ist nichts. Gut, dann gehe ich einfach wieder. Nerv mich doch nicht. So, wir gehen nochmal weiter. Dann steht da noch einiges bevor. Wer da mal auf die Karte gucken möchte auch. Die wollte irgendwas mit Route 16 oder so, ne? Ja, der Plan war, auf Route 16 zu gehen. Ich bin übertrieben gespannt. Mal gucken. Es ist quasi noch, naja, nicht die halbe Karte, aber das halbe Sechseck. Wow! Nicht dein Ernst, oder? Please let me battle you so I can add your meaning to my memory. Ist das ein Übersetzungsfehler, oder? Dann haben die es vergessen zu übersetzen einfach? Wenn ja, dann muss ich doch fragen, was zum Fiek, ja? Das Frage muss man. Level 65! Ja klar! Ja genau! Wen wollen die eigentlich verarschen? Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Wir werden es hier nicht echt auf. Ich hoffe mal, das war eine Ausnahme. Ich hoffe wirklich, das war eine Ausnahme. Ansonsten weiß ich nicht genau, wo das jetzt noch hinführen soll. Ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie 180 Level, ne, zu Dings. Das will ja auch irgendwie keiner. Und vor allem keiner sehen. Na, was ist es denn? Na, mal gucken. Sengo 48. Also, man ist leveltechnisch. Es wird leveltechnisch interessant. Sagen wir es mal so. Okay, ich lege mir einen Topschutz an. Ist ja in Ordnung. Oder normal oder Innenschutz. Ist doch scheißegal. Ich habe noch einen Sonderbonbon. Das setze ich später ein. Habe ich Drachenklau schon irgendwie beigebracht? Kann Reshiram das schon? Also 80, 100, das ist 60. Es wäre stärker. Wäre physisch. Greift Reshiram physisch speziell an oder ist es egal? Reshiram. Man sollte es auch richtig schreiben. Wenn man hier irgendeine Antwort haben will. Mal schauen. Es greift eigentlich schon speziell an, ja. Speziell Basis 150, physisch 120. Warum schaue ich eigentlich danach? Ich weiß, ich hätte doch auch hier nachschauen können. Wow. Da wäre ich wirklich. Naja, Schlitzer.
Schmeiße ich erstmal Schlitzer weg? Um die physische, um die spezielle Drachenattacke zu behalten und dann können wir immer noch weiter gucken. Ich wollte mir eigentlich einen Schutz anlegen, genau. Hat sehr gut funktioniert. Ist auf einmal dunkel, was? Ach, 21 Uhr, ja klar. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Was ist hier? Nichts, was ist hier? Route 11. Also wenn es weiter so, Level 65, ne? Also das können wir einfach nicht machen. Das geht nicht. Da muss ich die Liga nochmal durchspielen. Wenn das irgendwas werden soll. Galoppa. Ja, Level. 64, Alter. Okay, wenn das so wollt, kein Problem. Dann müssen wir jetzt eben ein bisschen auf Effektivität achten und dann kriegen wir das schon hin. Gegen diese ganzen Mega-Level-Dinger zu gewinnen. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie das jetzt werden soll, oder? Galopp. Andererseits weiß ich nicht, ob ich hier überhaupt schon sein soll. Rein levelmäßig. Vielleicht will mir das Spiel auch sagen, ey, Lohn, jetzt geh nochmal einen Schritt zurück, ja? Springt hoch in die Luft, ist es dein Ernst? Junge, das war nix. 200 physisch, was willst du tun? Okay, das will Galoppa tun. Das ist... Oh, warte mal, wenn wieder Sprungfeder kommt. Flammenblitz ist relativ scheiße. Das ist doch Bullshit, Junge. Wir haben etwas Schwachsinn vergessen. Wer kann denn einstecken? Flampi Gang kann einstecken. Sollte ich hier... Ich glaube, ich sollte hier noch... Ich schau gleich mal in die Komplettlösung. Nicht, dass sie sagt, ja, du musst auf Route 4 und 7, dann kannst du ganz viel Scheiße machen. Rückstoß, ich Idiot. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, okay. Gab überraschend wenig EP, weil es halbiert wurde. Mantax. Ja, gleich. Wettlösung. Pokémon Schwarz. Wow. Deswegen liebe ich Google Chrome. Scheiße. Hier einfach mal anzusagen hier. Oh, die Seite ist schon aufgerufen. Hier, der Link. Du darfst nochmal. Nein. Ist ja dumm. Nach der Hauptstory. Hier sind wir noch. Achso, ich hätte erst die Dinge ins Fang. Ja, okay. Okay, nach dem Kampf gehe ich zurück und dann. Und dann machen wir erst diese 6 versteckten Weisen. Ich dachte, die kommen jetzt erst auf den Routen, deswegen... Naja, okay. Mantax. Moment, Mantax. Wasserflug, habe ich eine Elektroattacke? Nein, habe ich nicht, kann keiner lernen. Gestein hätte man mal 2, aber ich bin langsamer. Und das Ding hat Wasser auch noch, das ist schlecht. Elektro, ja, nee, irgendwie nicht so. Ich könnte mit irgendwas angreifen. Alles billiger oder so. Aber ich hatte doch eine. Ich hatte eine Elektroattacke als TM. Könnte ich eigentlich versuchen, Reschi dann beizubringen. Wenn es geht. Besonders, ja, kommt sie. Wasserring füllt KP auf. In jeder Runde, soweit ich weiß. Eventuell. Oh, das war ein Volltreffer. Ich bin sowas von gefickt. Like, seriously, fuck. Andererseits weiß ich nicht, ob Mantax... Ja, scheiß Wasserringer. Andererseits weiß ich nicht, ob Mantax... Oh, was ist doch nicht euer Ernst jetzt? Fucking Paralyse. Wo der defensiv Schwächen hat, wollte ich sagen. Das ist eine sehr eindeutige Antwort. Danke für das. Konfusstrahl. Ihr ist doch Schwachsinn. Paralyse und Verwirrung. Jawohl. Schiebt ihn noch richtig fett in den Arsch. Mag so richtig schön gefickt zu werden. Oh, ey.
Nochmal Sprungfehler. Ja, besser als wenn er jetzt getroffen hätte. Das wird nichts. Sprungfehler, egal. Rishama ist nicht mehr verwirrt. Und es bleiben 10 KP übrig. Danke sehr. Ich liebe mein fucking Leben. Hydro-Pumpe. Ich bin Wasser, ich Idiot. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay. Wer kriegt die IP für den Kill? Ich kann es mit Gorgantis probieren. Hat eine Gesteinsattacke, aber... Wenn ich das Ding mit Wasser angreife, bin ich weg vom Fenster. Ich kann einfach mal hoffen. Nee, war dumm. War dumm. Hoffen ist ganz schlecht heute. Ist ausverkauft. Und feg deine Scheiß-KP. Kacke, ey. Ich bin halt nicht schneller. Ich kann so probieren. Das Wasser egal und Flug auch. Ich glaube, es kann nicht. Kampf ist scheiße, Käfer ist scheiße, Stahl. Es ist alles scheiße. Das ist doch ein Witz hier. Ach, hau drauf. Das ist total egal. Welche drauf gehe ich drauf, weiß ich. Schissen. Gnadenlos unterlevelt. So, wann kann dieser Wasserring sich mal bitte verpissen eigentlich? Hydro-Pumpe, ja. Genau, das ergibt Sinn, jawohl. Wasserring kann am Arsch lecken. Säckel Royal. Würde jetzt ein Flugproblem bekommen. Ich bin schneller! Das glaubst du ja nicht! Der Seferal ist so abartig schnell, ey. Wahnsinn. Ja, das waren ein paar IP. Noctuska. Weil es Kaktus Unlicht, Pflanze Unlicht Pokémon. Soweit ich weiß. Müsste sein. Pflanze Unlicht, könnte ich Feuer. Kampf. Käfer wäre natürlich mal 4, das wäre ideal. Ja, okay. Okay, fast mal 4. Dann muss ich den Doppelbeleber jetzt rausschmeißen. Ich habe ja noch ganze 3. Ne, komm, normaler Beleber. Ich will auch nicht übertreiben jetzt. Auf. Valium. Baumwollsaat macht bestimmt irgendwas. Oh, Initiative. Okay. Na gut, ich habe noch ein paar Hypertränke. Ich dachte, ich muss noch ganz viel Zeug kaufen. Ja, sagen wir so, wenn ich diese Runde überlebe, ist Noctuska tot. Ich hätte halt gerne, dass Seferal besiegt wird, dass wir auswechseln können einfach. Also auswechseln, ohne dass ich angegriffen werde. Tiefschlag, gut, das war's. Und Klärchen. Und Kobalium, bitte. Mach keinen Scheiß jetzt. Genderloses Legenden-Pokémon. So, was wollte ich jetzt? Käfer, ne? Wollte ich Käfer, bitte sagen, ja. Tatsächlich? Das war mal 4. Ich meine, das ist keine Überattacke. Es hätte trotzdem kaputt machen können. Ja, natürlich ist Noctus ja jetzt schneller, das ist ja klar. Nicht sehr effektiv. Ne, es ist Pflanze Unlicht, das stimmt schon. Es war mal 4. Ich hatte halt einfach nur Pech. Und tschüss. So, das sind einfach 4000 EP, bitte. Danke sehr. Okay. Ja, nein, ich bin schon wieder weg. Entschuldigung. Ich bin hier ein bisschen fehl am Platz. So, wo soll ich denn hin? Ich werde der Lösung folgen. Ich habe auch gar keinen Bock jetzt zu suchen. Ich gehe einfach. Wo ist das denn? Das ist in... Also hier, bei Maria. Okay. Unterhalb von Maria. Das machen wir mal. Maria. Warum nehme ich eigentlich den Touchpen? Muss ich nicht verstehen, oder?
glaube nicht. Dann heilen wir mal kurz, nachdem wir ziemlich fett rasiert worden sind. Vielleicht mache ich zum Trainieren vorher nochmal die Top 4. Wobei ich nicht weiß, ob die levelmäßig stärker geworden sind. Ich kann mal gucken. Vielleicht steht hier irgendwas von den Top 4. Nein. Cynthia kann ich battlen. Ist schön, aber... Nee, von Top 4 Runde 2 steht hier nichts. Oder wer Champ ist oder ob ich das überhaupt, überhaupt kann, ne? Weiß ja erstmal keiner. Ne, scheinbar nicht. Ne. Okay, also ich könnte wahrscheinlich die Top 4 einfach nochmal angehen. Oder doch nicht. Oh, warte, hier steht was. Die sind alle auf Level 71. Sind Laura sogar 75. Ah, fuck my life. Okay. Das wird nichts mit einfachem Leveln. Ich muss mir irgendwas ausdenken. Ach komm, da finden wir schon irgendwas. Jetzt nicht übertreiben. Ja. Wir gehen erstmal in den Tiefkühlcontainer. Ich habe die Lösung geschlossen. Ich weiß nicht genau warum. Ich spiele mir manchmal selber ein Rätsel. Aber hey. Einfach mal gönnen muss man sich das auch. Ist hier, komme ich inzwischen an dieses Item ran hier? Da unten. Wie zum Fick soll das funktionieren? Was machst du eigentlich hier? Was, ich kann hier Rauch kaufen? Ach nein. Okay. Stein, Wasser, Pflanze, Wasser, Psycho. Psycho. Ja, brauche ich das? Ich weiß nicht. Wer in meinem Team hat denn noch nichts? Wer könnte das brauchen? Gestein ist eigentlich Quatsch. Wasser habe ich nicht. Serpereal hat schon irgendwas mit Pflanzen und Psycho. Nee. Schade. Aber ich merke mir das hier, dass man ja Typ-Verstärker kaufen kann. Wäre nicht so doof. Okay. Wir gehen mal in den Tiefkühlcontainer wieder. Darf ich durch? Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich die alle schon gebattelt habe hier oder nicht. Das merkt sich ja keiner. Okay, wollen die alle nochmal? Oder darf ich? Ich darf einfach durch. Okay. Das ist mein Rückweg. Das ist mein Rückticket. Gut, den Weg haben wir eigentlich alle schon mal... Haben wir alle schon mal gesehen. Wobei es mir fast lieber wäre, wenn die kämpfen würden, dass ich einfach ein bisschen... dass ich levelmäßig einfach ein bisschen... Na, was kriege hier? Wäre nicht so verkehrt. Hallo. Du schon wieder? Da kommst du von lauter Wissbegehr, kommst du Ruhe, Trainer. Lass mich deine neue Genüge tun, indem ich mir was erzähle. Ja, ich hör zu. Ist interessant, ja. Man atmet ein und atmet aus. Das Herz ist schlägt. Man lebt, also man existiert. Mehr jedoch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Das ist wie eine Philosophie-Vorlesung, Grundvorlesung aber. Um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Gezis, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Was will er damit bezwecken jetzt mit diesem Gespräch? Wie du siehst, zitterig. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Keine Ahnung, was der will von mir. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen. Sie helfen und vertrauen einander. Das zumindest ist mein Eindruck. Was ich mich dann aber frage. Alter, ärgert mich so sehr. Besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, den Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ein Widerspruch, der mir erst jetzt im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erstmal nachdenken möchte. Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Hier ein Sie einfach mal gönnen, ne? Dieser Spruch gilt scheinbar immer und du wirst gleich abgeführt. Meister N hat mir einmal Folgendes gesagt, nämlich, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber irgendwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können.
Und geschnappt, du Fika. Ja, wir werden wiedersehen. Mir ist es hier zu kalt. Ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Ja, komm. Er geht mit. Lebel sagt vielen Dank. Vielleicht 100.000 Dollar, bitte. Dann eben nicht. So, what is this TM? TM 1. Angriff und Genauigkeit werden nicht. Wow, ist mir das egal. Das ist so unglaublich irrelevant, dass ich gar keine Worte mehr dafür habe. Aber immerhin hab das versucht. Ne? Ist ja auch mal was. Ich hatte wirklich mit ein paar Leveln gerechnet. Pokémon Black. Komplett. Alter! Chrome zeigt mir doch bitte mal die fucking Seiten an, die ich schon aufgerufen habe. Ey, muss ich auch mal aufregen dürfen oder sowas. Virilis hast du zum ersten Mal im alten Palast getroffen, jetzt findest du ihn auch dort. Ja, von mir aus, keine Ahnung. Egal. Dann fliegen wir eben zum alten Palast. Der war